Herzlich willkommen bei einem weiteren Video von den RC Bros. Und zwar geht es heute darum, eine andere Akkuhalterung in dem Slash 4x4 reinzubauen. Standardmäßige Halterung ist etwas klein. Das Problem ist ganz einfach, wenn ich jetzt Lipos mit 2S schon verbaue, wird schon extrem knapp von der Höhe her. Und ich hatte bei unserer ersten Testfahrt einen Lipo 2S drin mit 5200 mA. Und da ist mir dann vom Springen das Hardcase gebrochen. Deshalb habe ich mich jetzt entschieden für eine neue Akkuhalterung. Und zwar handelt es sich um diese hier, diese Akkuhalterung, zusammen mit dem. Das wird heute verbaut. Man sieht ganz deutlich, die ist halt höher. Ich kann einmal vergleichsweise erst einmal dieses Stück von der alten zeigen. Es sah so aus. Also das ist die alte, das ist die neue. So rum. So sieht das Ganze aus. Und die Halterungen unterscheiden sich auch. Das wäre jetzt eben die alte Halterung. Man sieht das auch, die ist nicht so hoch hier. Und zum Vergleich, das ist jetzt die neue. Also die ist auch deutlich höher wie die alte. Ja. Und die werden wir heute verbauen. So, dann würde ich sagen, fangen wir ganz einfach mal an. Ich habe das Ganze schon ein bisschen vorbereitet. Also ich habe die alte Akkuhalterung schon mal gelöst. Ich werde euch jetzt mal zeigen, wie man eben die neue einbaut. Es ist nicht weiter, es ist nicht wild, das Ganze. Also wir nehmen hier mal das neue Stück und setzen das quasi hier so ein. Ja? Also da an der Seite, zack. Also wie gesagt, es kommt einfach, weil ja alles schon im Endeffekt vorbereitet ist. Dann schrauben wir das Ganze mal fest. Unterschied, die Halterung, wo dann das hier jetzt die neue Halterung vorne, wo dann die Sicherung reinkommt, damit das gehalten wird. Also man sieht ganz deutlich, das ist jetzt die neue und das ist jetzt die alte. Ne? Also auch ein riesiger Unterschied. Da am besten dann einfach den selben Schlüssel benutzen, mit dem ihr die Reifen festzieht. Also den Schlüssel hier, ja. Der hat nämlich hier auf der Seite eine Einkerbung und da hält es dann wunderbar zusammen, dass man das Ding dann reindrehen kann da oben. Dann geht das wunderbar einfach, ohne sich da großartig anstrengen zu müssen. So, dann probieren wir das gleich mal aus. Ja, super. Ich würde sagen, das passt. Was ich auf jeden Fall habe, ist hier noch eine kleine Sicherung dabei. Wenn ihr jetzt zum Beispiel einen größeren Akku habt, könnt ihr die dann unten eben zum Sichern nehmen, aber wenn ihr mal verwirrt, das so kalt, mal einfach so drauf, dann kann man das verstellen, wie man es halt eben drauf. So, liebe Freunde, das war's jetzt vom Einbau vom Akkuschacht. Wie schon erwähnt, wir testen das jetzt mal mit einem Akku, ein 7,4 Volt Lipo Akku, 8000 mAh, also die sind recht groß. Den Akku hat mein Bro in seinem Rock Warrior 2 verbaut und ich will jetzt mal testen, ob ich den überhaupt jetzt reinbekomme. Ja, in den Slash. So, mal. Gleich mal gucken. Zack. So, umdrehen. So. Zack. So. Ja, wunderbar.
Passt wie angegossen. Also, man sieht, Akkufach deutlich höher. Ich zeige es euch hier mal von der Seite, wenn das denn geht. Ja, genau, hier sieht man es auch nochmal schön. Also wirklich sehr hoch. Wird auch nötig sein, weil wie gesagt, in dem Slash kommt ja jetzt dann eine neue Brushless-Kombi rein. Also der Brushed kommt raus und dann kommt eine Brushless-Kombi rein. Und wenn die da ist, muss man ja ohnehin stärkere Akkus reinhauen. Und dann ist es natürlich ideal, wenn man dann ein größeres Akkufach hat. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, viel Spaß beim Nachmachen und vor allen Dingen beim Fahren. Lasst ein Like da, abonniert unseren Kanal. Eure AC Bros sind beim nächsten Mal wieder am Start. Bis bald, ciao.